Hallo und welcome back zurück zu einem neuen Video. Heute folgt eine Weiterführung von einem Format und zwar 7 Tage Frühstücksideen. Zum letzten Video gab es ja 5 Lunchideen. Das Video kam auch sehr gut bei euch an und ihr habt euch gewünscht, dass es hier noch weitere Teile gibt. Deswegen gibt es heute 7 Tage Food Inspo für euch mit Frühstücksrezepten. Es sind sowohl herzhafte beziehungsweise eher überwiegend herzhafte, aber auch ein süßes Rezept dabei. Ich finde es selbst so erschreckend, wie ich von einem komplett süßen Frühstückstyp zu komplett herzhaft geworden bin. Aber das ist ja auch nicht erst seit gestern. Also diejenigen, die mir schon länger folgen, wissen ja so, mein Standardfrühstück ist eigentlich irgendwas mit Avocado. Aber ich habe versucht, in das Video sehr viel Vielfalt reinzubringen und auch ein paar neue Sachen auszuprobieren. Also ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Bevor wir jetzt aber mit dem Video anfangen, wollte ich euch noch etwas zurückgeben. Und zwar, es ist ja jetzt einen Monat her, dass ich wieder mit YouTube angefangen habe und das Feedback von euch bisher ist sehr, sehr, sehr toll und das freut mich sehr und ihr seid auch fleißig am Liken und Kommentieren und das weiß ich sehr zu schätzen. Deswegen wollte ich unter allen Kommentaren unter diesem Video ein Goodie-Paket von mir mit, ja, so meinen liebsten Snacks von Linis Bites, was Riegel, Pralinis und sowas angeht und auch von Get Fuel Proteinriegel generell so ein paar Snacks einfach. Also ich glaube, ihr kennt da so meine Favoriten. Deswegen unter allen Kommentaren lose ich da jemanden aus. Am besten schreibt ihr auch euren Instagram-Namen dazu, weil ich kann hier auf YouTube niemanden so direkt anschreiben. Deswegen würde ich dann die Person auf Instagram anschreiben. Also vergesst da nicht euren Instagram-Namen dazu zu schreiben. Und ansonsten, ja, war's das mit dem Intro und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Starten wir mit Montag und zwar einer typischen Karo-Breakfast-Aktion, Scrambled Tofu Plate. Hierfür habe ich einfach Naturtofu mit Spinat und mit Kurkuma, Salz und Pfeffer in der Pfanne angebraten und das Ganze dann auf einen großen Teller gegeben. Der Teller ist übrigens riesig, also meine Portionen sind generell immer größer, weil ich nicht so der Snacker zwischendrin bin. Naja, zurück zum eigentlichen Thema. Dazu gab es dann noch 2 Scheiben Brot, die habe ich auch in der Pfanne einfach angeröstet. Ich habe euch ja schon öfters gezeigt, welches Brot ich hier verwende vom Bäcker. Dann habe ich Avocado dazugegeben, habe im Ofen Cherrytomaten ja, geröstet und dann überall natürlich noch Salz und Pfeffer drüber gegeben. Noch hatte ich ein paar Sprossen übrig, das sind Alfalfa-Sprossen. Und dann, werdet ihr auch sehen, darf bei meinem Frühstück niemals fehlen Chiliflocken. Ich bin irgendwie so obsessed. Und das war das Montagsfrühstück. Am Dienstag geht es weiter mit einer Savory Yogurt Bowl. Und ich sag's euch, das ist mein absolutes Lieblingsrezept aus dem Video. Hierfür habe ich erstmal Sojajoghurt Natur, natürlich ungesüßt, in eine Schüssel gegeben. Ich glaube tatsächlich, es wäre noch besser gewesen, wenn man eine Skyr-Alternative genommen hätte. Der muss natürlich auch ungesüßt sein. Das Ganze könnt ihr dann noch zum Beispiel mit neutralem Proteinpulver noch mehr aufpimpen, was das Protein oder den Proteingehalt angeht. Und natürlich mit Gewürzen auch noch würzen. Ich habe es tatsächlich einfach mit Salz ein bisschen verrührt. Und dann mein Gemüse der Wahl drauf gegeben. Es waren frische Gurken, geröstete Kichererbsen mit Paprikagewürz, frischen Dill und dann nochmal obendrauf Gewürze wie Salz, Pfeffer, Chiliflocken. Man könnte zum Beispiel auch noch Tahini obendrauf machen. Hier kommen auch wieder die obligatorischen Chiliflocken, die nicht fehlen dürfen. Und jetzt der Key, und zwar Trüffelöl oder generell irgendein gutes Olivenöl. Das macht das Ganze wirklich so, so, so lecker. Also gerade wenn ihr Trüffel liebt, dann dürft ihr diesen Schritt auf gar keinen Fall auslassen. Und das war dann auch schon das fertige Ergebnis. Ging super schnell, High Protein und ich war obsessed. Müsst ihr unbedingt nachmachen. Weiter geht es mit Mittwoch und da gab es ein Protein-Tempeh-Brot. Hierfür habe ich erstmal wieder eine Scheibe Brot angeröstet in der Pfanne, weil ich habe mein Brot immer eingefroren, deswegen kommt es immer in die Pfanne. Dann haben wir natürlich, wie dürfte es anders sein beim Frühstück, Avocado in meinem Fall. Ihr könntet natürlich auch Hummus zum Beispiel benutzen, aber ich habe dann einfach die Avocado da drauf gemasht und natürlich schön eine ganze halbe Avocado auf eine Brotscheibe quetschen, weil viel Avocado ist immer gut. Dann habe ich Tempeh genommen, das war hier welcher mit Gyros-Geschmack, den müsstet ihr ja aus meinem Biomarkt-Haul kennen, habe ich einfach in Streifen geschnitten, könntet ihr aber auch in Würfel oder sowas schneiden. Tatsächlich habe ich ihn einfach roh gelassen, so mag ich den am liebsten, und den einfach oben drauf gelegt. Dann habe ich noch Gemüse meiner Wahl, einfach hier ein paar Cherrytomaten oben drauf gegeben und dann noch geröstete Edamame für noch mehr Proteine. Die bestehen ja auch aus Sojabohnen, aber ihr könntet auch Kichererbsen zum Beispiel nehmen und noch ein paar Sprossen.
das Ganze dann einfach wieder mit Salz, Pfeffer gewürzt, einfach das verwenden, was ihr zu Hause da habt und was ihr auch so gerne an Gewürzen verwendet. Und das war so lecker, also ich bin ja sowieso der herzhafte Frühstückstyp. Dann habe ich euch ja schon in meinem letzten What I Eat in a Day das Halloumi-Avocado-Brot gezeigt und das ist auch so mein Favorit aktuell gewesen, weil ich Halloumi so für mich entdeckt habe. Hierfür habe ich wieder Brot in der Pfanne angeröstet und Avocado oben drauf gegeben. Ich habe irgendwie immer ein Händchen dafür, die perfekten Avocados zu finden. Die sind immer schön richtig cremig und ja, haben auch so die perfekte Größe, weil ich mag keine kleinen Avocados, die müssen richtig schön groß sein. Dann habe ich Champignons in der Pfanne angebraten und ja, einfach Natur, also habe da nichts dran gegeben. Und natürlich auch den Halloumi in der Pfanne angebraten. Dann auf die eine Seite noch eine frische Tomate gegeben und wieder Gewürz. Ihr könnt hier auch, wie gesagt, Gemüse verwenden, jederzeit, was ihr wollt. Weiter geht es dann tatsächlich mit einer süßen Variante und zwar einer Creamy Strawberry Bowl. Dafür habe ich gefrorene Erdbeeren, dann Naturtofu, könnt aber auch gerne Seidentofu verwenden. Ich hatte nur leider keinen da. Proteinpulver, Sojamilch und zum Beispiel noch Zimt mit ein bisschen Sojamilch. Wenn ich das nicht gerade schon gesagt habe, im Mixer pürieren, dass da eben eine schöne Smoothie-Bowl-Konsistenz bei rauskommt und dann einfach mit Toppings eurer Wahl, bei mir waren es Blaubeeren, dann Erdnussmus, ich hatte tatsächlich nicht so viele Sachen da und ich war auch zu faul einzukaufen, deswegen habe ich einfach so das genommen, was irgendwie da war. Also schön Nussbutter oben drauf und dann habe ich noch ein paar Kakaonips oben drauf gegeben und ich hatte Panik, gerade auch beim Schneiden, dass der Löffel wieder hier reinfällt. Ja, also auch eine süße Variante für dieses Frühstück, aber tatsächlich geht es dann Samstag schon weiter mit einer herzhaften Variante und zwar einer Hummus Breakfast Bowl. Hierfür habe ich eine Bowl genommen, ihr könntet es aber auch auf eine Plate zum Beispiel machen und habe Spinat unten reingegeben. Ich würde den auch in der Pfanne so blanchieren, könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann habe ich im Airfryer Zucchini und Aubergine geröstet und dann einen Hummus oben drauf gegeben. Das ist so ein fertiger von Rewe mit getrockneten Tomaten und ein Pita-Brot. Habe ich einfach so in kleine Stücke geschnitten. Ihr könnt natürlich auch eine normale Brotscheibe verwenden, aber ich finde so Pita-Brot zu Hummus ist einfach ein anderer Vibe. Ich liebe ja auch generell so Falafel-Bowls oder Falafel-Platten. Dann habe ich noch Cherry-Tomaten oben drauf gegeben und das Ganze auch wieder mit Salz, Pfeffer gewürzt. Das habe ich jetzt nicht immer alles ausführlich gezeigt, aber ja. Verwendet da gerne alles, was ihr wollt. Ihr könnt auch gerne noch Tahini oben drauf geben oder ein bisschen Trüffelöl, Olivenöl. Ich habe noch Hanfsamen oben drauf gegeben. Und das war dann auch schon die fertige Bowl. Könntet ihr natürlich auch als Brunch, Lunch oder Dinner verwenden. Generell, wenn ihr halt nicht der herzhafte Typ seid, dann seht einfach alle Frühstücksrezepte als eine andere Lunch- oder Dinner-Inspiration. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Tag Sonntag. Da gab es eine Sunday Egg and Feta Plate, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Und zwar hatte ich hier Brötchen gekauft, weil Sonntag ist Brötchen-Time. Habe das ein bisschen zu lange in der Pfanne angeröstet und habe hier wieder Avocado oben drauf gegeben. Irgendwie, ich finde es nochmal ein anderer Vibe, das Brot anzurösten, weil es dann so schön crunchy wird und so ein bisschen bissfest. Also ich persönlich mag das gerne. Habe dann zwei Eier oder Spiegeleier in der Pfanne angebraten. Ich mag es sehr gerne noch ein bisschen flüssig, wie ihr sehen könnt. Also ich liebe halt flüssiges Eigelb und deswegen sind die hier flüssig. Habe dann noch Tomaten, Gurke und Champignons dazu gegeben, halt angebraten in der Pfanne die Champignons und dann obendrauf Feta gecrumbled und das war auch richtig, richtig lecker. Und somit wären wir auch wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspo geben mit meinen 7 Tagen, was Frühstück die Woche anging. Vielleicht seid ihr ja wirklich nicht so der herzhafte Frühstückstyp, dann könnt ihr die ganzen Rezepte natürlich auch als Lunch oder Dinner Inspo sehen, so wie ich es gesagt habe. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr sowieso am Gewinnspiel mitmacht oder teilnehmt, was aktuell euer Lieblingsfrühstück ist. Also das interessiert mich auch immer so, was so euer Go-To-Breakfast ist. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Lasst mir sehr gerne noch einen Daumen nach oben da, darüber würde ich mich auch freuen. Und ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns am Mittwoch schon in einem neuen Video wieder. Bis dann!